Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Wir. Und euer Poki. Genau. Ja, ich sitze hier wieder. Willkommen neben zurück beim Let's Play von Deponia, dem Spiel, das so leicht ist, dass es in Milch schwimmt. Genau, ja. Zum Glück habe ich ja den Verratebär wieder neben mir. Er ist der Verratebär. Es wird immer ein anderer Jingle, glaube ich. Das war, Konsistenz ist nicht mein Hauptmerkmal. Das kenne ich. Ich wüsste jetzt auch schon gar nicht mehr, wie das am Anfang geklungen hat. Aber das Gute ist, dass du mir ja... Ich glaube, das wird gerade hier der Vergewaltigungspanda aus South Park. Ja, genau. Sexueller Belästigungspanda. Sexuelle Belästigungspanda. Sexueller Belästigungspanda. So, und glücklicherweise hast du mir gestern ja schon verraten, dass das hier klares Wasser eigentlich abgehakt sein müsste. Warum auch immer es das nicht ist. Entschuldigung, irgendwie hast du etwas in einer absurden Reihenfolge gemacht, die unsere Tester nicht gefunden haben. Warum habe ich nur so ein Talent für sowas? Ich verstehe es nicht. Aber das ist kein Bug. Wohlgemerkt, das ist ein Feature. Also so erschwerte Rätsel, das erschwerte Rätsel-Feature. Da ein Haken nicht gesetzt Modus. Ach so. Den hast du halt irgendwie ausgewählt bei Spielstart. Das kann mal passieren. Also. Ich verstehe, aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass du mir das gestern noch verraten hast, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt hier rumlaufen wieder wie ein aufgescheuchtes Huhn und irgendwie versuchen, das klare Wasser hier noch zu finden. Das ist sehr bemerkenswert, also die richtige Lösung des Rätsels findest du nicht immer, aber dafür findest du halt irgendwie alle Bugs, die sonst niemand gefunden hat. das ist echt unglaublich eigentlich. Horden. Millionen von anrasenden Horden haben dieses Spiel getestet. Inklusive aller findigen und spitzfindigen Spieleredakteure. Aber das ist tatsächlich irgendwie ein Fehler, der bis weitem vollkommen unbekannt war. Ich weiß nicht, irgendwie freut mich das. Schön. Ja. Super, Weehawk, wie gekonnt und das Spiel kaputt war. Da könnt ihr mal sehen. Ja. Das ist bewundernswert. Okay. Würde ich sagen, bringen wir Lonzo doch einfach mal die Zutaten. Übrigens macht es sehr viel Spaß, ihm nochmal die einzelnen Zutaten immer zu zeigen. Das ist, bevor man sie in die Maschine schüttet. Das finden die wenigsten, aber die meisten machen halt tatsächlich Spaß. Okay, probieren wir es mal aus. Sollen wir das Schwarzpulver geben? Ich habe schwarzes Pulver. Gut. Es ist aber kein Schwarzpulver, oder? Nein. Ich sag das nur, weil es extrem gefährlich wäre und... Nein, schon klar. Es ist einfach nur schwarzes Pulver. Wie im Rezept. Gut. mach einfach nochmal weiter. So, je besser die Zutat, desto... Ich hab Aufputschmittel. Hat dir Gizmo was gegeben? Naja, gegeben. Rumstehen lassen. In einem abgeschlossenen Medikamentenschrank rumstehen lassen. Ist doch egal. Ich bin überfragt. Okay. Was haben wir noch? Ich habe eine belebende Flüssigkeit. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Das Zeug hat den mechanischen Bullen vorm Stadttor zum Leben erweckt. Eine rötliche, belebende Flüssigkeit, deren Hauptbestandteil aus Bullen gewonnen wird? Wir sollten ihr einen Namen geben. Ich hab's. Red Rufus Superdrink. Meinst du? Ich dachte eher an... Red Rufus Superdrink. Schon gut. Sehr gut. Okay, was haben wir? Die Chili-Schote haben wir, glaube ich, noch. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne? Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal. Ja, stimmt. Na, was haben wir noch? Nichts. So. Ich habe eine energiereiche Flüssigkeit. Ist das Batteriesäure? Vielleicht.
Für wen ist dieser Wachmacher noch gleich? Für die Liebe meines Lebens. Da kann man ihr nur wünschen, dass du nicht lange lebst. So, und dann den Schnaps noch. Ich habe klares Wasser. Was jetzt? Echt? Ja, hier. Das kann kein Wasser sein. Es ist klar. Was soll es denn sonst sein? Keine Ahnung. Ich finde, wir probieren es einfach damit. Als du das letzte Mal gesagt hast, habe ich meinen großen Zeh verloren. Jetzt beschwer dich mal nicht. Einen hast du ja noch. Okay. Gut, dann tun wir die Sachen mal hier rein. Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Aber erst muss ich es noch malen. Ah, okay. Okay, gut. Da weiß ich auch schon wo. Toni, wir kommen dich mal wieder besuchen. Die wird sich freuen. Ja. Ja. Man sieht schon richtig, wie sie über beide Backen strahlt einfach nur. Das ist genau. Das ist toll. Ein glücklicher Moment in ihrem Leben. Ja. So. Schwarzpulver. Eine Prise Schwarzpulver. Okay. Fehlen noch zwei Zutaten. Ah, okay. Was war das nochmal? Die Chilischote? Wenn ich sie jetzt noch auswählen würde, genau. Eine ganze Chilischote. Okay, und das Aufputschmittel war es, genau, ja. Aufputschmittel. Okay. Ah, das sieht doch schon richtig toll aus. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Ja. Mit Liebe gemahlen. Oh ja, auf jeden Fall. Gut, ich nehme mal an, dass wir die drei Sachen dann auch erst noch irgendwie zusammenmischen müssen. Geht das so einfach? Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Ah, geht tatsächlich. Gut. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ah ja. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Gut. Wow, dann können wir ja jetzt endlich Espresso machen. Great. Yeah. Sehr schön. Bin ich mal sehr gespannt. Ein besonders leckerer Espresso. Das glaube ich auch. Bei den Zutaten, das kann nur lecker werden. Ich bin ja selber auch starker Kaffeetrinker. Möglicherweise ist mir diese Idee zu diesem Rätsel irgendwann morgens gekommen. Ich weiß nicht, ob es auch noch jemand anderem so geht, aber ich kann halt irgendwie, ich sehe den Sinn dahinter nicht, dass halt irgendwie im Supermarkt, in den Regalen halt irgendwie alles voll ist mit Kaffee, der wo dann halt besonders mild und besonders schonend draufsteht. Das ist doch total Quatsch, warum trinkt man denn Kaffee? Es gab halt irgendwie so eine Onko-Werbung für auch milden Kaffee, so der Kaffee, der dich wach küsst. Und als Gegenbeispiel hatten sie dann irgendwie diese Werbung, wo er morgens halt so in seinen Kaffeebecher guckt und da kommt dann so eine Faust raus. Das ist der Kaffee, den ich haben will, weißt du nicht? Der Kaffee, der dann auch dann langweilig so, Quatsch, die Faust ins Gesicht, das ist das, was ich morgens brauche. Ja, ist echt was dran, also bei Kaffee auf jeden Fall. Genau, und so einen machen wir jetzt. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird ziemlich episch. Okay. Das Pulver habe ich schon mal. Übrigens, gerade letzte Woche habe ich morgens eine ARD-Frühstücksfernsehen angeschaltet und da lief ein ganz langer Bericht über Kaffee und dachte, oh, lässt das mal an, wo sie dann halt alles mögliche erzählt haben über Kaffee malen und so weiter. Und dann haben sie eine kleine Matz gezeigt und diese Matz begann damit, dass halt irgendwie ein Kaffee-Junkie morgens aufsteht. Und der wurde von Alex gespielt, also von unserem HW-Alex, der hier in Deponia auch zwei Sprechrollen hat. Die eine haben wir schon gesehen. Hier eher kleinere Rollen, sonst
der Wiedererkennungswert wäre einfach zu groß, einer unserer besten Sprecher natürlich. Aber natürlich auch viele andere gute. Aber genau, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den gesehen habe. Alex kenne ich nämlich schon tatsächlich seit vor der Firmengründung und ja, mittlerweile ist er offensichtlich ein Schauspieler, der halt auch mal in der ARD Frühstücksfernsehen-Matz halt gezeigt wird. Okay. Egal. Schweife ab. Ja, aber schön zu wissen auf jeden Fall. Ja, genau, das sollten wir noch einfüllen. Falls du uns hörst, Alex, melde dich mal wieder. Egal. Gut. So, das war's. Das ist gut. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Oh, nicht erst. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Ach. Ach ey. Oh oh. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Ach ey. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Oh ja. Gott. Wir kriegen ja von Zeit zu Zeit Fanart zugeschickt. Also wenn mir jemand eine ganz besonders große Freude machen will, dann baut er mir diese Espressomaschine nach. So eine möchte ich für zu Hause. Oh Gott. Egal, nein. Keiner Scherz am Rande. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Ah ja, da haben wir ihn. Oh, ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Okay. Gut. Dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Espresso. Oh, sehr schön. Awesome. Ich kann es kaum erwarten, ihn hier einzuflößen. Irgendwie. Oh Mann. Espresso of doom and wisdom, the espresso can see into your soul.